Willkommen zurück. Ja, jetzt müssen wir uns endgültig entscheiden. Folge 28 auf dem Weg. In den Messwein pinkeln oder Hexer schlagen. Hat beides seine spaßige Seite. Können wir hier runter? Wahrscheinlich nicht. Niemals. Das heißt, wir können nicht mal hier runter. Das heißt, wir müssen doch da, wo die Feuerfliegen sind, lang. Und auch noch vergiftet. Gute Entscheidung. So. Da war auch eine Patrouille von Bandstrahlern. Mhm. Ja. Yeah. Hm. Ah, ein Schutz gegen wilde Tiere sollte das zumindest bilden. Ja, und auch gegen ein paar Angreifer halt. Ich meine, gut, die Stacheln sind vielleicht ein bisschen übertrieben. Ein bisschen. Ein bisschen, meine ich völlig. Da ist noch eine Truhe. Oder ja, das ist die, wo wir hin müssen. Ja? Betören oder bestechen? Betören. Betören. Wird schon keiner merken. Damit es auch wirklich keiner merkt, machen wir die Fässer kaputt. Ja. Wir waren sicherlich hier nur wegen den Fässer. Ich hab ja immer noch ein schlechtes Gewissen. Zu einer Verteidigung. Schön für dich. Ja, wann bekommst du mal eine Gelegenheit, eine Hexe zu kloppen? Wann bekommst du mal eine Gelegenheit, einen Frajoten zu prügeln? Yes. Also ich kenne mehr Hexen, die mir auf den Nerv gegangen sind in meiner Karriere als Frajoten. Beispiele? Hä? Beispiele? Hexen oder Hexenartige sollte ich vielleicht noch hinzufügen. Was sind denn Hexenartige? Na Hema. Na Hema geht jedem auf den Leib. Aha. Und die ist keine Frajote. Nee. 1 zu 0. Das ist ein eigener Schuh. Ja, die zieht die halt mit. Hallo? Das kannst du nicht sagen. Ich bin ja vielleicht vom Jahr des Feuers etwas vorbelastet, aber doch. Schon wieder zurück aus den Tiefen des Waldes? Gute Frau, frag bloß nicht. Heulenschein, ne? Suche meine Schwester noch. Saphira, Kräuterfrau. Die Morla, aha. Und Alvene, die durch die Wälder streift. So viel durch die Wälder streifen. Erstens, wenn du durch den Wald läufst, dann schlacht nicht alles wahllos ab, dass dir Freund der Hexen die Tiere greifen, nicht mehr an. Toll, weniger EP. Die alten Bäume, aha, die Sonnendiener wollen die kaputt machen. Wir werden sie wohl vertreiben müssen. Beeindruckend, dass du bis 2 zählen kannst. Von nächsten, aha. Das heißt, wenn wir die Feuer platt machen, dann sind sie vor der nächsten Inquisition sicher. Tja. Ach so. Ihr seid ein Verräter, ein Ketzer und ein Hexenfreund. Du kannst jetzt sagen, dass das selbst völlig fanatisch wäre. Nur wegen dem Diebstahl. Visitor und bringe ihm die Kunde. Ihr anderen folgt mir. Zum Angriff. Well, that escalated quickly. Tja. Ich versuche mein Bestes. Bei meiner Axt. Amazone voraus. Vielleicht nicht ganz viel sein, lasse ich auch den Zwerg die Geweihte verprügeln und nicht die Amazone. Naja, von dem 56 Schaden. Reality hits you hard, bro. Ich wollte sagen, wir greifen sie vielleicht nur in so, aber wir haben vergessen, unseren Amazon zu zaubern.
Ja, wollte ich schon sagen, wir greifen sie vielleicht nur so weit an, dass wir sie nicht töten, aber. Da habe ich mich beim ersten Mal schon drüber geärgert, weil beim ersten Mal habe ich einen Zwerg mit Hiebwaffen gespielt. Die führt halt einen Rabenschnabel. Ah doch, ich habe mir falsch gedacht. Doch, den Rabenschnabel bekommt. Was nichts bringt, weil wir niemanden haben, der eine Einhandwaffe führt. Noch. Eine Einhandhiebwaffe. Ja, könnten wir ja machen. Sollen wir einfach mal drauf skillen? Bam. Jetzt, der Stab ist einfach noch ziemlich cool. Das stimmt. Macht vielleicht weniger Schaden, aber die ASP. Ja, es ist klar, dass wir jetzt theoretisch anfangen könnten, das Lager leer zu räumen, weil uns jeder Bandstrahler angreifen wird, wenn wir in seine Nähe kommen. Ja, machen wir das mal zuerst. Erstmal der Vanya killen. Na, natürlich nicht. Warum? Hallo, weil es eine wichtige Person ist. Wenn wir jetzt schon angefangen haben, ist das jetzt aber ziemlich halbherzig. Wie war das mit keiner Überlebenden? Habe ich irgendwas? Ach so, ja gut. Dem glaubt doch sowieso nie. Da hab ich so meine Hexenbaum. Zwei. Hexenbaum? Wir müssen da eigentlich gar nicht hin. Was ist denn da oben? Wildschwein. Wildschwein. Wildschwein am Hexenbaum. Rettet vor den Echsen der Inquisition und jetzt schabt das Wildschwein dran. Haben wir das bestimmt noch nicht mitbekommen. Na, wir werden mal sehen, ob sie sowas mitbekommen. Das bin ich. Aufgepasst. Da bin ich mal auf die Auflösung gespannt. Es ist nicht tot, es ist nur umgefallen. Klar soweit? Tja. Gott, der Spawner. Der hat eine Armbrust. Tötet ihn. Taser him. He has a gun. Der hat auch was. Geht die Party ab. Ja, es war schon so von mir geplant, weil ich weiß, dass man die so ein bisschen rauskiten muss. Weil sonst packst du es halt nicht auf Anhieb. Und ich hatte ein Wildschwein dabei. Ich weiß, wovon ich rede. Der hat, oh, wir haben schon eine Wunde. We should move. Bam, Hammerschlag. Hat sich schon getroffen oder sowas. Es hat immerhin drei von denen getankt eine Zeit lang. Das stimmt. Das hat ja mittlerweile auch schon einiges an Lebenspunkten. Aufgepasst. Alles klar. Okay. Aufgepasst. Wow. Ja, wir machen das doch nicht auf einmal, habe ich gerade entschieden. Cause we run and we run when we run. Cause we run, dann. Ich weiß, dass man die irgendwie abschütteln kann. Siehst du? Okay. Okay. Das ist schon sehr spielmechanisch ausgenutzt, weil... Guck mal, wer da liegt. Ja. Und guck mal, wer da aufsteht. Achso, wir haben ja mittlerweile wieder... Verbände. Wobei die davon ja Schwennis und so nichts unterschiedlich gemacht haben. Ja, aber ohne Verbände kannst du keine heilkunde Wunde machen. Doch, mit den Kräutern. Achso, stimmt. Die haben können wir ja eigentlich erstmal wegmachen. Doch, Bonus von 1 gibt der Verband. Ja, danke doch auch. Dann können wir die jetzt erst wegmachen. Sollen wir da nochmal rein? Ja, zwangsweise, keine Überlebenden, Jesus. Ich kann auch zuerst den Rest machen. Na. Da laufen auch genügend rum, an jedem Hexenbaum welche. Erstmal das harte Camp und dann können wir die Easy Camps pullen und stacken. Ach ne, der geht immer nur auf mich selbst, oder? Ja. Ja, der hat ein bisschen ASP verblasen. Klasse. Deception. Der geht aber scheinbar auf andere. Ja. Candidus. Der hält auch nur 20 Sekunden. Also, das lohnt sich nicht so. Yes. Gut, wir müssen eh noch warten, bis sie sich ein bisschen geheilt haben. Ich mach das schon. Das ist halt übel, weil die so auf einem Fleck sind. Ja, der Großinquisitor ist gar nicht mehr dabei. Ey, jetzt ein Ignis Ferrero.
Ja, aber ich bin trotzdem mal auf die Aufklärung gespannt, weil momentan sind wir ja Minimum mal des Refers. Und ich kann jetzt schon sagen, dass die Sache mit dem Mal des Reflers gar anders behandelt wird. Ah, toll. Klar. Also mit dem, dass man die Brauskirche angreift, darauf kommt es halt schon zurück. Auch sowas wie Mal des Reflers wird vom Spiel nicht beachtet. Ah. Amazone vorrat. Die 5 Stück da hinten mit der Armbrust sind halt immer uncool. Ja. Gute Königin für Rondra. Man muss natürlich noch den Angriff zu Ende führen. Ah, pariert. So geht's. Aufgepasst. Hat dann doch. Der Hammer schlagt halt jedes Mal. Er weiß halt, wie er es macht. Lass das mal vor, Grimmacher. Okay. Run, Forest. Run, Boy, run. Nein. Das war jetzt bitter. Indeed. Autosave. Tja, ich hab ja gesagt, Hexe. Ja. Augen frei aus, Leute. Ich weiß ja, wie es ausgeht. Ich bin ja bei meiner Entscheidung sehr vorbehaftet. Tja. Ne, was ist denn das jetzt? Ey, wir können uns jetzt für die Inquisition entscheiden, wenn du willst. Ja, versuchen wir es mal. Aus Schweinen werden Wildschweine. The Pig. Ich versuche mein Bestes. Wahrscheinlich doch weniger als die Dings. Als die Inquisition. Ich mach das schon. Bei meiner Axt. Dings finden wir, hätten wir noch zaubern können. Guardianum. Ach so, ja. Die Zauberdauer, oder? Die hat halt auch einen Armatur, fällt mir gerade auf. Ich glaube, ich heile lieber einfach mal Vorgrim. Von den Füßen hat's ihn selbst umgehauen. Wie unfair. Gute Entscheidung. Los. Ja, aber du kannst bei der anderen Weise nicht sagen, dass es unsere Schuld gewesen wäre, weil sie hat uns ja den Eulenschädel gegeben, nachdem wir den Messwein gebracht haben. Nur weil die fanatische Brausgeweiht uns halt hinterher ist. Das stimmt wohl. Den haben wir aber schon, glaube ich, oder? Ja, ja. Run, run, run. So rein, die Idee ist jetzt vermutlich, dass man jetzt Hexenbäume hacken muss trotzdem. Ja, wahrscheinlich. Der Chin wird schon gut, weil der zaubert, der wendet halt, der greift nicht nur an, der wendet halt Zauber an. Mhm. Sei mit euch. Habt ihr das Hexenweib ge... Eine Audienz, aha. Können wir dir mal vorstellen, was das hier soll? Wie doch das Licht reinstrahlt. So, mein bärtiger Freund. Was wünscht... What's up? Rina Sonnenstolz hat euch die Wahrheit gesprochen. Die heilige Inquisition wird Falb Aufgabe helfen. Aha. Wo sind die Ruinen? Genau.
Schutzschild ist Hexenwerk. Die Ketzerin zu finden. Das ist aber keine großartige Hilfe. Ich soll für euch die 6 abheben. Ja. Gebt euch die Geduld. Aha, die Trinkerin. Das Kräuterweib und die träge Weberin. Sie sind an der anderen Seite beleuchtet. Klar, wir allein schon finden auch was ihnen wichtig ist und zerstört es. Auf was habe ich mich dafür sagen lassen? Ja, ist das der Weg der Freiuskirche? Bitte das, was ihnen wichtig ist und zerstört es. Das ist Gerechtigkeit. Das Gehör des Vogtes ist mir wichtig. Burn. Ich freue mich, euch im Sonnenzug begrüßen. Die würden einen vorbildlichen Bartstrahler. Ich bin ein Magier. Five Hex. Hexenjagd aufmacht, habe ich einen guten Rat für euch. Seine Hochwürden Berndrich weiß einiges über die Hexe Morla zu berichten. Auf das Gut Dunkelforst, ja. Ach übrigens, ja Bruder. 5 verfluchte Bäume, da hast du es. Wenn wir jetzt vom Buhnen wäre ich die Sache anders angegangen, aber jetzt tut mir jeder Hallo, der Weg des geringsten Widerstands. Naja. Also wir hätten mit der Frage weiter darum falschen müssen, ob wir die Hexe wirklich umbringen sollen oder nur etwas treten. Stimmt, aber die falsche Option war seltsamerweise nicht angewählt. Tja. Hexenbaum? Man glaubt es kaum, da steht doch gleich ein Hexenbaum. Gute Entscheidung, mein Bestes. Das ist Moorbrückens ihre. Zum Angriff, na klar. Jeder Tierfreund muss doch gegen Hexen sein. Wieso? Wegen Krähenruf. Ja, aber... Naturgeister und so. Gute Entscheidung. Sterb. Na klar, ich nehme die Sache in die Hand. Was haben die da für einen Blitz? Die blitzen halt so. Blitzig find. Oh. Das ist aber unhöflich. Ein Zwerg, ein Bock. Axt. Zack. Amazone voraus. Das war gar nicht mal so leicht. Nee, nicht wirklich. Haben wir die eigentlich schon? Ja, haben wir. Gesteigert hatten wir die. Ja. Mhm. Achso, mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, ob uns die Hexen vielleicht hätten Zauber beibringen können. Naja, nee, eigentlich weniger. Das wäre sehr unrealistisch. Naja. Die Freihunden bringen uns auf keinen Fall welche bei. Ja, das ist noch unrealistisch, ja, stimmt. Achso, sollen wir die Fussel wiederholen? Der Dukat. Kann sich ja sowieso nur 100 alte Brötchen verkaufen. In der Tat. Ist da ein Hexenessen oder Diebe? Ja. Und Räuber werden geprügelt. Ohne Armatrutz. Die kriegen in letzter Zeit ziemlich viel aufs Maul. Wer? Die Rolane. Die war noch nicht ganz voll geheilt. Ach so. Da hat er unser Elementar geschlechtet. Der Schlechter. Völlig unbeeindruckt. Oh, die war ja richtig wohlhabend. Ja, Waffen, Verbände. Nö, nö, nö.
Aber ich glaube, das Geheimnis des Gutshofs, das wir jetzt ja lüften werden, und die öffentliche Hinrichtung machen wir erstmal nach dem Essen. Bis später. Okay, ciao.